Rheinkilometer 650. Hier trifft der Rhein auf das Siebengebirge. Mit dem Drachenfels als weithin sichtbare Erhebung. Sein Felsgestein wurde im Mittelalter in Steinbrüchen abgebaut und als Baumaterial mit Schiffen flussabwärts verbracht. So auch für den Bau der berühmtesten und größten gotischen Kathedrale der Welt, dem Kölner Dom. 157 Meter überragt er die Stadt, die zugleich einen neuen Abschnitt des Flusses markiert, den Niederrhein. Ab hier durchfließt der Strom zunächst den größten Ballungsraum Deutschlands, die Metropolregion Rhein-Ruhr, mit der Stadt Düsseldorf als Handelszentrum. Es folgen die Industrielandschaften des Ruhrgebietes und schließlich der größte Binnenhafen der Welt, der Duisburger Hafen. Er liegt am Stromkilometer 740, wo Ruhr und Rhein zusammenfließen. 21 Hafenbecken mit einer Kaimauerlänge von insgesamt 40 Kilometern. Danach verändert sich die Rheinkulisse wieder. Der Rhein wird deutlich ländlicher. Rheinkilometer 844, Kalkagriet. Hier liegt ein Schiff, das es so auf dem Rhein kein zweites Mal mehr gibt. Ein sogenannter Schoker, ein alter in Holland entwickelter Schiffstyp für den Fischfang. Seit über 12 Jahren treidelt sein Besitzer jeden Morgen hinüber zu dem Schiff mit dem flachen Bug, das sich nie von der Stelle bewegt. Rudi Hell, der Schiffer und Kiesbaggerer, hat nach der Rente beschlossen, seine 300 Jahre alte Familientradition fortzusetzen. Eine spezielle Art des Rheinfischens. Als ich Rentner wurde, kam das mal so im Gespräch. Man müsste eigentlich mal wieder einen Schocker kaufen, versuchen einen zu kriegen, damit das Handwerk erhalten bleibt. Das ist heute ist das nur Hobby, das ist plus minus null. Die Umkosten kommen gerade eben raus und dann hat sich das. Der Schoker besitzt zwar einen Motor, doch der treibt lediglich eine Seilwinde an. Mit ihrer Hilfe wird der Schokerbaum bewegt, der das Fangnetz zwischen Grund- und Wasseroberfläche spannt und offen hält. Da das Schiff selbst fest verankert ist, wird lediglich der Baum und damit das Netz gesenkt oder gehoben. Das Entscheidende bei dieser Fangtechnik ist der fischträchtige Standort und wie tief das Netz im Wasser hängt. Der Rest ist reine Handarbeit. Dann heißt es, sich ans Ende des Netzes zu hangeln. Dort befindet sich eine Reuse. In ihr sammelt sich der Fang. Das Fischereihandwerk auf einem Schoker hat Rudi Hell von seinem Großvater gelernt. Der Fischer geht auf Aal, doch es gibt auch jede Menge Beifang. Darunter Arten, die es erst seit rund 100 Jahren im Rhein gibt. Mein Opa hat 1928 die erste Wollhanggrabbe hier im Rhein gefangen. Da wussten die Fischer noch gar nicht, was das für Tiere waren. Und die sind von China eingeschleppt worden. Mit den Seeschiffen. Und dann kamen die kleinen Krabben, sind dadurch in die Häfen gekommen und sind dann den Rhein hochgewandert. Der Niederrhein gehörte einst zu den bedeutendsten Gewässern der Binnenfischerei in Deutschland. Heute ist Rudi Hell der letzte seiner Zunft. Und wenn er einmal aufhört, wird es womöglich keine Aalfische am Niederrhein mehr geben. Die Aale lassen sich im Sommer mit der Rheinströmung flussabwärts treiben, um so kräfteschonend über die Nordsee in den Atlantik zu ihren Laichplätzen zu gelangen. Bis zur Nordsee sind es von hier noch rund 450 Kilometer. Die führen zunächst nach Emmerich, der letzten deutschen Stadt am Rhein. Hier spannt sich die längste Hängebrücke der Bundesrepublik über den an dieser Stelle mehr als 400 Meter breiten Strom.
Danach wird der Rhein niederländisch. Bei Stromkilometer 863 liegt Lobit. Hier war früher die Grenzabfertigung der Rheinschifffahrt. An einem der Lobiter Seen direkt neben dem Rhein geht es heute um die niederländischen Jugendmeisterschaften in einer spektakulären Sportart. Speedbootrennen. Sie gehört zu den Favoritinnen, die 18-jährige Celeste van den Broek. Über Sieg oder Niederlage entscheidet die richtige Antriebsschraube und solides Training. Ich wohne an einem Yachthafen. Ich fahre, seit ich denken kann, Rennboote. Es macht irren Spaß. Auch der Kontakt zu den Jungs. Wir machen zusammen in der Freizeit auch alles Mögliche, wie Kartfahren oder zusammen weggehen. Es ist einfach ein toller Sport. Die Boote dürfen nur mit einem 15 PS Motor ausgestattet sein. Entscheiden soll alleine das fahrerische Können der jungen Piloten. Celestes stärkster Konkurrent ist mit der Nummer 10 Robin Stöhr. Celeste konnte ihm im letzten Jahr den Titel abjagen. Sie hofft, dass es ihr diesmal wieder gelingt und ihr Boot mit der Nummer 4 als erstes durchs Ziel schießt. Doch Robin wird alles versuchen, sie diesmal zu schlagen. Die Boote nehmen ihre Startposition ein. Dann das Startsignal. Beide Favoriten setzen sich gleich an die Spitze. Mit bis zu 60 Stundenkilometern jagen die Boote über die Wasseroberfläche. 4 Runden lang. Dann unterläuft Celeste ein Fahrfehler. Das kann sie den Titel kosten. Aber es gelingt ihr, wieder ins Rennen zu kommen. Eine Aufholjagd beginnt. Schließlich schafft es Celeste tatsächlich noch, den Sieg herauszufahren. Robin hat wohl nicht erwartet, dass er doch noch verlieren wird. Aber er nimmt es sportlich, auch wenn ihn Celeste ein bisschen aufzieht. Immerhin bleibt ihm die Hoffnung auf die nächste Meisterschaft. Für diesmal aber ist die Reihenfolge auf der Siegertreppe entschieden. Ein paar Kilometer hinter Lobit, bei Millingen, gabelt sich der Rhein zum ersten Mal. Links fließt das Rheinwasser nun als Waal weiter. Rechts behält es zunächst seinen Namen. Es ist der Beginn des Rhein-Maas-Deltas, in dem sich beide Flüsse mehrfach verästeln. Einige Stromkilometer weiter abwärts wird dieser Rheinarm dann Lek genannt. In den Niederlanden hat der Strom, je nachdem, wo er fließt, unterschiedliche Namen. Der Lek ist ein 62 Kilometer langer Rheinabschnitt mit einer Reihe kleiner historischer Ortschaften. Eine davon ist Schoonhoven. Eine romantische holländische Kleinstadt mit altem Stadttor, einem kleinen Hafen und, wie überall in Holland, einem Deich zwischen den Häusern und dem Fluss. Hier lebt und arbeitet die Malerin Corrie Coy. Und natürlich findet sie die Motive für ihre Bilder hauptsächlich am Rhein. Doch es sind nicht nur die Sujets für ihre Malereien, die Corrie am Fluss so schätzt. Der Rhein ist für sie zum festen Bestandteil ihres Lebens geworden.
Für mich persönlich ist die Tatsache, am Fluss zu leben, ein Teil meines Lebens. Ich bin hier geboren. Ich bin als kleines Mädchen im Fluss schwimmen gegangen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht am Fluss zu wohnen. Es bewegt und es ist für mich das Symbol von Freiheit. Ich lasse die Stadt hinter mir, bin am Fluss und fühle mich frei. Corrie sucht deshalb stets die Nähe zum Rhein. Ihr Wohnhaus mit Atelier liegt direkt am Wasser. Zusammen mit ihrem Mann Ted hat sie es vor einigen Jahren gekauft und renoviert. Ted hat heute frei und die beiden werden den Tag gemeinsam verbringen. Oh ja, Willem. Ja. Und das natürlich auf dem Rheinarm, der hier Leck heißt. Das alte Mahagoniboot hat Corrie von ihrem Vater geerbt. Ted hat es liebevoll restauriert. 30 Minuten sind es mit dem Boot zu einer Stelle, die Corrie hier am Fluss besonders gerne mag. Es ist ein kleiner Strand. Bevölkert von Vierbeinern, die Milch für den berühmten Gouda-Käse liefern. Für Corrie sind die Strandkühe alte Bekannte, die ihr Modell stehen. Seit Jahren kommt sie hierher, um die Kühe zu mahlen. Dabei hat sich zwischen Corrie und den Tieren ein besonderes Vertrauensverhältnis entwickelt, denn so dicht lassen sie Fremde nicht an sich heran. Die schwarz-weiß gefleckten Vierbeiner sind inzwischen zu Corries Lieblingsmotiv geworden. Ich finde das Malen von Kühen sehr spannend. Es hat damit zu tun, dass die Niederlande ein flaches Land ist und diese Tiere sehr robust sind. Es ist etwas typisch Holländisches in der Kombination mit dem Fluss. Ich finde das ein sehr starkes Motiv. Dabei entstehen Bilder, die den Rhein von einer ganz anderen Seite zeigen. Der Fluss inspiriert mich unentwegt. Er ist immerzu in Bewegung, verändert sich. Er hat immer wieder ein anderes Aussehen. Das ist nicht nur für meine Bilder von Bedeutung. Es ist insgesamt inspirierend. Wenn ich die Kühe im Wasser stehen sehe, denke ich, was habe ich für ein Glück, dass ich hier lebe. Vom Leck sind es Luftlinie etwa 20 Kilometer bis zu einem anderen, weiter südlich verlaufenden Deltaarm des Rheins, der Merwede. Bei Werkendamm bildet die Merwede hier ein grünes Labyrinth aus Inseln und Flussläufen. Den Nationalpark de Biesbosch. Das Gebiet verdankt seine Entstehung einer historischen Naturkatastrophe, der St. Elisabeth-Flut von 1421. Heute ist das Biesbosch, zu Deutsch Binsenwald, Naturschutzgebiet. Es steht unter staatlicher Aufsicht. Thomas van der Es ist einer der zuständigen Forstbeamten. Er ist unterwegs zu einem Kollegen, der auf einer der zahllosen Inseln lebt. Rob van den Maden bewohnt ein altes Forsthaus. Die beiden Förster werden von hier aus zu einer Inspektionsfahrt durch das Naturschutzgebiet starten. Das gesamte Biesbosch ist etwa so groß wie das Stadtgebiet von Paris. Ja, ja, ja.
anschaue. Rob und Thomas legen fest, welche Abschnitte des Nationalparks sie heute ansteuern wollen. Ja, darum. Bei der Rietplatz zou wel een hoop volk liggen. Het is hartstikke mooi weer. Die Förster arbeiten und wohnen seit vielen Jahren in diesem Naturreservat. Das Biesbosch ist meiner Meinung nach das schönste Naturschutzgebiet der Niederlande. Es ist ein Privileg, hier wohnen und arbeiten zu dürfen. Ich wohne auf einer Insel, ich habe keine Autos vor der Tür, ich habe Rehe und Füchse im Garten. Es ist wunderschön. Die Gewässer im Biesbosch sind teilweise so flach, dass die beiden Forstbeamten sich in elektrischer Schleichfahrt vorantasten. Ihr Dienstboot gleitet dabei fast lautlos vorbei an einer einmaligen Auenlandschaft aus Riedflächen und Weidenwäldern. Keine Seltenheit hier, der Fischadler. Doch nicht nur das begeistert die Forstmänner an ihrem Naturreservat. Das Besondere an Biesbosch ist, dass es enorm groß ist und dass es sehr dynamisch ist. Einerseits steht hier immer konstant Wasser, aber es wird mal mehr, mal weniger. Das Wasser bestimmt alles und setzt Prozesse in Gang und bestimmt, wie es sich entwickelt. Und dadurch haben wir hier wunderschöne Natur, wunderschöne Landschaften. Viele seltene Arten können sich wieder ansiedeln in der niederländischen Natur. Thomas und Rob steuern nun einen Abschnitt an, der erst vor ein paar Jahren neu entstanden ist, durch Maßnahmen, die primär dem Hochwasserschutz dienen. Die Niederlande sind besonders anfällig für Probleme mit Hochwasser, gerade hier am Rhein. Der Polder, in den wir jetzt gerade hineinfahren, ist dazu da, das Hochwasser so zu regulieren, dass es nicht mehr nur alleine vom Rhein und der Merwede aufgenommen werden muss, sondern sich hier in den Auen verteilen kann. Das hilft besonders den Leuten stromaufwärts. Um die neuen Polder zu schaffen, wurde der Deich an zwei Stellen absichtlich durchbrochen. Das neu entstandene Überflutungsgebiet war noch vor wenigen Jahren eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Diese Bäume, eine Allee, die eine der Zufahrtswege zu den Äckern säumte. Jetzt erobert sich die wilde Natur den Bereich zurück. Und sie bietet so Wasservögeln Rast- und Brutplätze. Vom Biesbosch geht es noch einmal zurück an den Leck, jenen Rheinarm, an dem keine großen Städte liegen. Gegenüber von Schroenhoven liegt das kleine Örtchen Newport. Das Haus am Deich ist das ehemalige Fährhaus. Bewohnt wird es von Cor de Rover, der hier seit einigen Jahren lebt und arbeitet. Cor ist Bootsdesigner. Die Yachten, die er entwirft, sind Luxusmodelle. Seine Kunden ordern weltweit. Dem Niederländer ist es gelungen, einen eigenen Stil zu entwickeln, der in den Yachthäfen von Monaco bis Dubai auf Interesse stößt. Bei aller Freiheit, die ich habe, Dinge neu zu gestalten, ist es mir wichtig, dennoch bei klassischen Formen zu bleiben. Viele meiner Yachtentwürfe sind daran zu erkennen, dass es möglichst keine Ecken und Kanten gibt, sondern die optische Linie geschwungene Kurven sind. Das ist, wenn man so will, mein Stil, meine Wiedererkennungsmarke. Doch Cor entwirft nicht nur Luxusschiffe für Millionäre. Auch ein Wasserfahrzeug direkt in seiner Nähe trägt seine Handschrift. Es ist die Rheinfähre, die zwischen Newport und Schroenhoven pendelt.
Zu ihr hat Cor de Rover einen ganz besonderen Bezug. Als diese Fähre konzipiert wurde, war klar, es geht darum, ein Fährschiff zu bauen, das in erster Linie funktionell ist. Also mit einem Aussehen, das man von allen Fähren in den Niederlanden kennt. Dann fragte mich der Chef von diesem Fährunternehmen, ob ich mir das Ganze nicht mal ansehen will. Mein Büro lag damals noch direkt an diesem Fährpunkt. Und ich dachte, also ich muss jeden Tag auf die Fähre schauen. Und ich fand es natürlich eine tolle Möglichkeit, meine eigene Aussicht zu gestalten. Und so habe ich diese Fähre, ein Objekt, das funktionell bleiben muss, ein bisschen gefälliger und freundlicher aussehen lassen. Ich hoffe, dass das geglückt ist. Cors Wahlheimat ist ein beschaulicher Ort, von denen es am Leck einige gibt und die typisch sind für diese Region. Mit einer kleinen, verträumten Gracht und einem Rathausbau aus dem 18. Jahrhundert. Unten am Rheinufer, in der Nähe seines Hauses, liegt ein Schiff, das ihn an seine Kindheit erinnert. Ein alter Frachter, von denen in den 50er Jahren noch etliche auf dem Rhein fuhren. Heute dienen sie in den Niederlanden, häufig liebevoll restauriert, als Hausboot. Ich muss schmunzeln, jedes Mal, wenn ich an einem solchen Schiff vorbeikomme. Ich bin vor 45 Jahren auf genau so einem Schiff geboren worden. Meine Eltern hatten so ein Binnenschiff. Drei Kinder und zwei Erwachsene, das war ein wenig eng. Ja, mit solch einem Schiff haben meine Eltern den Lebensunterhalt verdient. Ich finde es jedes Mal schön, so ein Schiff zu sehen. Cor blieb auch später der Schifffahrt verbunden. Er machte eine Ausbildung zum Schiffskonstrukteur. Doch irgendwann genügte ihm das nicht mehr. Ich bin über die Jahre vom rein technischen immer mehr zur Form gekommen, in Richtung Stilistik, weg von der Konstruktion. Es ist dennoch wichtig für mich als Designer, auch technisches Konstruktionswissen zu haben, um nicht ins Unrealistische zu kommen, sondern auf die Umsetzbarkeit zu achten, machbar zu bleiben. Kein Träumer zu sein, sondern Realist. Kaum eines der von Cor entworfenen Luxusschiffe wird je auf dem Rhein fahren. Weder hier auf dem Leck noch auf einem der anderen fünf Mündungsarme des Rheins. Einer davon liegt weiter im Norden und heißt Oderrhein, der alte Rhein. Schmal wie ein Kanal und gemächlich. Nichts erinnert am alten Rhein, an die majestätische Größe des Stroms. Und doch fließt hier Rheinwasser. An seinem Lauf liegt das Örtchen Bodegraven. Am Flussufer eine der für die Niederlande typischen alten Windmühlen. Die Gemeinde hat sie vor einigen Jahren renovieren lassen. Sie ist wieder voll funktionsfähig. Peter van der Heide hat sich das alte Müllerhandwerk angeeignet und beherrscht den 22 Meter hohen Koloss. Das Faszinierende ist, es ist ein Handwerk, das es seit Hunderten von Jahren gibt. Die ersten Mühlen dieser Art gab es in den Niederlanden im 11., 12. Jahrhundert. Und in diesen 800 Jahren hat sich am Grundprinzip der Müllerei nicht viel verändert.
Im Laufe ihrer Geschichte wurde diese Mühle mit einem besonderen technischen Detail ausgestattet. Das Besondere an dieser Mühle ist, ein Aufzug, ein System mit kleinen Kammern, mit denen das Mahlgut nach oben transportiert wird. Und die Mühle arbeitet mit drei Mahlsteinen, von denen inzwischen zwei restauriert sind. Die Mühle selbst ist 330 Jahre alt. Sieben Jahre lang haben Idealisten und Liebhaber die Mühle restauriert, bis alles wieder so funktionierte wie vor Hunderten von Jahren. Im historischen Mahlwerk wird heute Getreide gemahlen, das zum Bierbrauen benutzt wird. Der Grund? Zur Mühle gehört auch eine kleine Brauerei. Genau genommen ist es eine Biermanufaktur, denn die Biere, die hier verkostet werden, sind für Bierkenner Raritäten. Das eigentliche Brauhaus ist ein paar Meter von der Mühle entfernt. Die Menschen, die hier arbeiten, gehören zu einer Initiative von Liebhabern, die außergewöhnliche Biere in geringen Mengen herstellen. Dabei ist das Ziel, das meiste in Handarbeit zu erledigen. Braumeister Peter Herpertz schätzt es, dass die Mühlenbrauerei von Bodegraven so dicht am Rhein liegt, denn das Wasser des Flusses spielt im Brauprozess seiner Biere eine wesentliche Rolle. Das Allerbeste ist, Bodegrave liegt ja am alten Rhein. Und wir brauchen auch Rheinwasser. Nicht unmittelbar für das Bier selbst, aber zum Kühlen. Beim Brauprozess muss gekühlt werden, um Bakterien zu verhindern. Da ist es natürlich gut, dass wir das Rheinwasser dafür haben. Auch das Etikettieren geschieht per Hand. Über 30 Biere werden so produziert. Sorten, die unter Kennern wie Whisky geschätzt werden. Bei den Bieren, die wir machen, gibt es tausende von Geschmacksnuancen. Der Brauprozess ist sehr komplex, nicht vergleichbar mit einem Pilz. Das monatelange Lagern in Eichenfässern erzeugt verschiedene Geschmacksrichtungen, je nachdem, welche Weinbrände vorher in den Fässern gelagert waren. Die bepalen einen sehr komplexen Geschmack. Von der alten Mühle mit ihrer Brauerei sind es nur ein paar Flusskilometer abwärts zu dem kleinen Städtchen Codekerk. Bis zur Nordsee ist es jetzt nicht mehr weit. Das macht die Brücke in dem kleinen Ort zu einer Besonderheit. Sie ist die letzte ihrer Art am alten Rhein. Eine Klappbrücke mit hochliegendem Gegengewicht, wie sie für die Niederlande charakteristisch ist. Deshalb wird sie auch Holländerbrücke genannt. Jeroen Verhorst versieht hier im Wechsel mit anderen Kollegen den Dienst des Brückenwärters. Sehr oft muss er die Brückenkonstruktion in der Regel nicht in Bewegung setzen. Nur im Sommer, wenn Touristen mit ihren Freizeitbooten unterwegs sind, wird es hektisch. Jeroen ist jedes Mal wieder von der alten Brückenmechanik begeistert, die immer noch wie ein Uhrwerk abläuft. Und die seit über 50 Jahren von immer dem gleichen Bedienpult gesteuert wird. Ganz ohne Digitaltechnik. Elektrische Schaltkreise und Mechanik. Mehr nicht. Die meisten Menschen auf den Booten hier kennt Jeroen persönlich.
Für die Brückenbewegung gibt es keinen festen Zeitplan. Alles geschieht ganz nach Bedarf. Oft fragt sich Jerome dabei, wie viele von den Menschen, die seine Brücke passieren, überhaupt wissen, dass sie eigentlich den Rhein überqueren. Ich glaube nicht, dass die Menschen groß darüber nachdenken. Für mich und für die meisten hier ist es einfach nur ein kleiner Fluss mit einer Brücke, vor dem man öfters warten muss. Keiner macht sich Gedanken, dass der Fluss viel weiter vorne sehr viel größer ist. Ich nicht. Und die anderen Menschen auch nicht. Das heeft ook met interesse te maken vanuit de bewoners. Es gibt Tage, an denen in der Brückendienst kaum fordert. Dann bleibt nebenher Zeit für andere Dinge. Mußestunden im Brückenhäuschen. Doch gespielt wird noch nicht auf der Posaune. Das muss warten bis zum Abend. Geht dann sein Dienst zu Ende, holen ihn oft ein paar Freunde ab, die ihre Musikinstrumente dabei haben. Jerome muss noch einen Frachter durchlassen, dann hat er Feierabend. Mit einer kleinen Jam-Session klingt dann Jerones Brückenwache auf der letzten Klappbrücke vor der Mündung des alten Rheins aus. Von der Kodekarker Brücke sind es nur noch wenige Kilometer bis zu jener Stelle, an der Alter Rhein und Nordsee aufeinandertreffen. Katwijk am See heißt dieser Ort. Die Mündungsstadt war einst ein bedeutender Fischereihafen. Heute ist Katwijk ein beliebtes holländisches Seebad. Die Mündung selbst, sie wirkt bescheiden. Kaum zu glauben, dass hier ein Teil des Wassers von Europas mächtigem Strom in die Nordsee mündet. Die Strandbesucher kommen ohnehin wegen des Meeres und nicht wegen der kleinsten der 5 Rheinmündungen hierher. Die wichtigste und bekannteste liegt nördlich von hier und ist untrennbar mit dem Namen der zweitgrößten Stadt der Niederlande verbunden, Rotterdam. Das Wahrzeichen der Stadt, die Erasmusbrücke. Dahinter beginnt der Hafen. Unmittelbar an die Hafenstadt grenzt das Westland, das größte Gewächshausgebiet der Niederlande. Kilometerlang reiht sich hier Glashaus an Glashaus. Der Grund: ein fruchtbarer Boden, gemäßigtes Seeklima und viele Sonnenstunden im Jahr. Begonnen hat das alles vor rund 150 Jahren mit dem Versuch, Weintrauben zu züchten. Heute ist daraus eine gigantische gläserne Stadt geworden für Salat, Obst, Gemüse und Blumen. Einer, der hier lebt und arbeitet, ist Jan Willem Dohlmann. Mein Vater hat damit begonnen und ich bin als Kind schon da reingewachsen. Seit ich 12 war, habe ich ihm geholfen und mitgearbeitet. Und so war es klar, dass es auch mal mein Beruf wird. 4 Meter hoch sind die Gewächshäuser. Wissenschaftler haben herausgefunden, das ist optimal für das Gewächshausklima.
Und Ingenieure haben ausgeklügelte Bewässerungs- und Belüftungssysteme ersonnen, die vollautomatisch für beste Bedingungen sorgen. Dabei spielt auch der Rhein eine Rolle. Der Rhein ist sehr bedeutsam für uns. Wenn es wenig regnet, wird sein Wasser hier in Vorhaltebecken und Gräben gepumpt. Und so haben wir sehr frisches und sauberes Wasser für die Bewässerung. Jan-Willem Döllmann kommt bei seinem 5 Fußballfelder großen Glashaus ohne Angestellte aus. Insgesamt werden Obst und Gemüse in Holland aus 70.000 Hektar Gewächshäusern in alle Welt exportiert. Die Niederlande sind nach den USA die zweitgrößten Agrarexporteure. Der Hafen dazu liegt quasi unmittelbar vor der Haustür. Der Rotterdamer Hafen ist mit Abstand der größte Tiefseehafen Europas. Hier hat der Rhein sein Tor zur Nordsee und den Weltmeeren erreicht. Vom Tankterminal aus wird Europa mit Benzin und Kraftstoff versorgt. Im Hafen begegnen sich Binnenschiffe und Ozeanriesen. Nieuwe Waterweg, neuer Wasserweg, heißt der von den Niederländern künstlich geschaffene Mündungsarm des Rheins, über den jedes Jahr über 30.000 Seeschiffe den Rotterdamer Hafen anlaufen. Dafür, dass die Ozeanriesen sicher durch die Mündung und in den Hafen kommen, sorgen Männer, die am Ende des Rheins ihren Standort haben. Einer von ihnen ist Hans van Dree. Er ist Lotse. Dienstbeginn in der Lotsenstation. Van Driel schaut nach, welche Schiffe heute auf ihn warten. Sobald eines die Länge von 70 Meter überschreitet, darf es nur mit Lotse einlaufen. Heute wird der Lotse ein Containerschiff in den Hafen navigieren. Das Lotsenboot bringt Van Driel und seine Kollegen zu ihrem eigentlichen Arbeitsplatz. 3 Meilen vor der Hafeneinfahrt liegen die Schiffe, die belotst werden, wie es im Fachjargon heißt. Dort liegt auch Van Driels Containerschiff in Warteposition. Ist die See rau, so wie heute, verlangt schon das Umsteigen auf den Ozeanriesen Erfahrung und Umsicht. Für Van Driel kein Problem. Immerhin macht er diesen Job schon seit 7 Jahren. Meter über dem Seespiegel unterstützt Hans van Driel nun den Kapitän des 170 Meter langen Containerschiffes beim Manövrieren in den Hafen. Der Lotse berät, die Befehlsgewalt bleibt beim Kapitän. Früher war van Driel selbst Kapitän auf einem Ozeanriesen. Das ist Voraussetzung, um überhaupt Lotse werden zu dürfen. Eine Arbeit, die ihn fordert, aber auch gefällt. Ich bin mit sehr großen Schiffen in einem sehr engen Fahrwasser mit viel Verkehr unterwegs. Das bedeutet, dass ich hochkonzentriert bin und ständig kommunizieren muss mit den Kollegen auf den anderen Schiffen. Aber es macht Spaß. Die Anlegestelle liegt im Europort, am größten Containerterminal der Welt. Allein das Anlegemanöver dauert über 1 Stunde. Erst danach
kann Van Driel von Bord. So, Captain, all finish. All fast. Thank you very much for the good cooperation, Captain. Für Hans Van Driel ist es ein kurzer Weg zurück zur Lotsenstation, draußen an der Mündung. Der Rhein hat von seiner Quelle bis hierher 1233 Kilometer zurückgelegt. Wild in den Alpen, gezähmt an seinem Oberlauf, majestätisch in der Mitte und jetzt weltoffen. An keiner anderen Stelle ist der Strom so verbreitert und vertieft worden wie kurz vor seiner Vereinigung mit der Nordsee. Für eine Reise durch Europa braucht ein Tropfen Rheinwasser etwa 2 Wochen. Eine Reise, die vorbeiführt an Regionen und Menschen, die der Fluss als wichtigste Wasserstraße in Europa eint.